Hallo Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Kane. Wir sind hier wieder bei der Kochschule Genusskunst in Wuppertal und heute bereiten wir eine gesmokte Ente vom Kugelgrill zu. Los geht's! Hier ist jetzt unsere französische Barbarie-Ente von der Atlantikküste. Wunderbare Qualität, absolut top. Die wird gehalten in Bodenhaltung, hat Zugang zu Wiesen und Wasserlöchern, wird nur gefüttert mit natürlichen Stoffen und ist natürlich total unbelastet von Antibiotika oder Zusatzstoffen. Bevor wir uns um die kümmern, starten wir aber erstmal unseren Grill. Ich habe den Grill so eingerichtet, dass ich links und rechts einen Kohlekorb habe mit unangezündeter Kokosnusskohle. Eine Lage, so ungefähr 10 Briketts. Dann habe ich den Anzündkamin halb gefüllt und angezündet. Und wenn die Kohle gleich durchgeglüht ist, kommt die auf die unangezündete Kohle und sorgt dafür, dass wir für 2-3 Stunden eine sehr schöne Temperatur haben. Wir wollen im Grill eine Temperatur von ungefähr 160 Grad erreichen. Unser Anzündkamin läuft und das wird jetzt so eine Viertelstunde, 20 Minuten dauern, bis die Kohle durchgeglüht ist. In der Zeit können wir uns um die Ente kümmern. Und ein wichtiger Schritt, den wir auf jeden Fall machen sollten, ist die Haut einzustechen. Dafür habe ich hier einfach einen Zahnstocher oder besser einen Schaschlikspieß. Das reicht absolut. Wir müssen nur für 2-3 mm durch die Haut pieksen. Und das sorgt dafür, dass das Fett besser austreten kann und die Haut ein bisschen knuspriger wird. Danach werden wir die Ente noch würzen und dazu habe ich hier ganz einfach Magic Dust. Da könnt ihr natürlich aber auch nehmen, was ihr wollt. Magic Dust findet ihr natürlich auch bei uns im Shop. Dann werden wir die Ente füllen und dazu habe ich hier ein paar Bio-Mandarinen. Da schneide ich nur oben und unten ein Stückchen ab und dann gehen die ganz in die Ente rein und wir brauchen die auch nicht groß verschließen. Oder? Unsere Ente ist vorbereitet und der Anzündkamin ist durchgeglüht. Das heißt, ich werde jetzt gleich die glühenden Kohlen auf die Kohlekörbe verteilen und dann kommt dann jeweils noch ein Stückchen Räucherholz rein. Dafür habe ich heute Kirsche gewählt. Da könnt ihr aber nehmen, was ihr wollt. Dann muss die Ente ja noch auf den Rost. Und dazu habe ich hier eine Edelstahlschale mit einem zusätzlichen Rost. Und da lege ich die gleich drauf. Das sorgt dafür, dass ich weniger direkte Hitzestrahlung habe und ein gleichmäßiges Garergebnis bekomme. Zusätzlich kommt hier noch ein bisschen Wasser rein. Das sorgt dafür, dass die Ente saftiger bleibt und wir nicht die Gefahr eines Fettbrands haben. Unsere Ente ist im Rauch und die braucht jetzt ungefähr 1,5, vielleicht 2 Stunden, bis sie gar ist. Wir wollen im Schenkel eine Kerntemperatur von ungefähr 75 Grad erreichen. In der Zwischenzeit machen wir uns eine kleine Soße dazu. Dazu vermische ich hier ein bisschen Mayonnaise, dann habe ich hier groben Senf, Orangenmarmelade, ein bisschen Mary River Salz und Cumeo Pfeffer. Der passt aufgrund seiner fruchtigen Aromen sehr gut dazu. Dann kommt noch ein bisschen Petersilie da rein, wird alles miteinander vermischt und dann ist die Soße auch schon fertig. Unsere Soße steht bereit und nach ca. 1,5 Stunden ist unsere Ente auch fertig. Ich habe gerade mal nachgemessen und die hat im Schenkel eine Kerntemperatur von 75 bis 80 Grad. Also perfekt. Das heißt, wir können sie runternehmen. Hier ist jetzt unsere fertige gesmokte Ente. Sieht wunderbar aus und riecht absolut fantastisch. Ging ganz einfach und für Barbecue geht es sogar relativ schnell. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, euer Olli von Don Kane.